Ja, man moin. Eigentlich wäre jetzt ja die beste Zeit, eine gute Zeit, sich mit Weltliteratur zu beschäftigen. Und da bietet zum Beispiel der Manesse Verlag immer wieder großartige Neuausgaben. Das sind die kleinen Bücher, die ja immer wieder einladen, uns mit der Literatur zu beschäftigen. Ich habe jetzt exemplarisch nochmal James Joyce Dubliner herausgegriffen. Das komplexe Kosmos von James Joyce verlangt uns Leser ein bisschen was ab, macht aber unglaublich Spaß und ist auch eine Bereicherung und ist auch wirklich Weltliteratur, die gelesen, finde ich, gehört. Das ist der perfekte Einstieg in die Welt von James Joyce. Es ist eine realitätsbezogene Welt, die uns immer wieder Menschen zeigt, die versuchen, ihrer Armut, ihrer Trostlosigkeit zu entkommen, aber es denn doch nicht schaffen. Es sind Kurzgeschichten, es sind Erzählungen von Protagonisten, die in Dublin leben und dort immer wieder auch versuchen, der Armut zu entkommen. Aber durch den puren Realismus merken wir auch ziemlich schnell, dass es nicht gelingt. Es ist ein perfekter Einstieg und es gibt eine weitere Geschichte, eigentlich aus dem Dubliner Kosmos heraus, Ulysses. Wer Spaß hat an den Kurzgeschichten von Dubliner, sollte sich auf jeden Fall danach mit dem großartigen Werk Ulysses auseinandersetzen. Aber zurück zu diesem Büchlein. Wir tauchen ein in eine Welt von Menschen, wo ein Bankangestellter zum Beispiel seiner Leidenschaft der Musik nachgeht und da eines Tages auf eine Frau trifft. Man ahnt als Leser, man spürt als Leser, es könnte dort eine Liebesgeschichte entstehen. Sie ist aber mit einem Seemann verheiratet. Und als sie sich dann näher kommen, ist dann doch wieder eine Trennung da. Und so ist eigentlich, sind viele Geschichten. Dass zum Beispiel eine Frau, die die Chance hat, mit einem Matrosen Dublin zu verlassen und in die Welt zu reisen, das heißt einen Neuanfang zu starten, sie nochmal ihre gewohnte Welt in allen Detailtreue sich betrachtet, um das für sich festzuhalten. Letztendlich ist es aber der Blick aufs Meer, das Meer als Symbol für die weite, offene Welt, das Abenteuer, aber dann auch wird es dieses Bild zu einer Bedrohung und sie schafft es halt nicht. Und es gibt zum Beispiel auch Jungs, die auch auf der Suche auch nach einem Abenteuer sind, die Abenteuer eigentlich nur aus Groschenheften kennen, Wildwestromanen, und sich jetzt auf die Suche machen nach einem Abenteuer und dort auf eine bedrohlich wirkende Situation stoßen von einem Mann, der sie komisch anspricht. Am Anfang tauchen wir ein in die Geschichte des Fahrers, der vor kurzem verstorben ist und wie das beobachtet ist, wie der in den Erzählern, das Leben des Erzählers interagiert hat. Das kann man alles lesen. Ein sehr detailvolles Buch, wo man vieles entdecken kann. Die Protagonisten laden ein in eine Welt, die heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so ist, beziehungsweise vergessen werden könnte. Und so hat James Joyce es geschafft, diese Welt festzuhalten für uns Leser. Und wir tauchen ein in die Psychologie, in die Menschen dort, in das Leben dort. Und man ist immer wieder erstaunt und diese Fülle an Details macht das alles unglaublich lesenswert. Es sind tolle Geschichten, die, nochmal wiederholt, ein Einstieg sind in die Welt von James Joyce, die ja dann mit Ulysses etc. Weiter zu beobachten wäre, wenn Sie Spaß haben an dieser Welt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, erlesene Stunden. Bis bald. Hauke Harder von der Buchhandlung Almann Schmidt, beziehungsweise Leseschatz. Tschüss!